decided to retire and pass my restaurant on to you. Now you can make your dreams come true. Come to Tasty Hills right away. It is a great culinary capital where gourmands from all over the world flock to find new and unique tastes, and chefs to attain fame and worldwide recognition. Now it's your time to become the best in Tasty Hills. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Spiel, ja, was es so in der Art hier auf dem Kanal noch gar nicht gegeben hat. Ich habe mal Bock auf was ganz anderes. Ich möchte einfach mal ein Spiel spielen, wo ich mal was ganz anderes mache, als ich sonst so tue. Nichts mit Farming und so weiter und so fort. Ich habe mich entschieden, mit euch mal eine Runde Cooking Diary zu spielen. Es hat sehr, sehr gute Bewertungen im App Store. So dass ich doch denke, es ist auf jeden Fall mal wert, hereinzuschauen. Können wir doch mal machen, ne? Wir spielen natürlich einen weiblichen Charakter. Ja, natürlich, natürlich. Und da werden wir uns erstmal ein bisschen... Ich finde das Gesicht eigentlich total knuffig. Ich will nicht noch heller werden. Ich bin eh schon sehr blass. Also Cooking Diary ist ein Kochspiel, so wie man sich das schon mal denken kann bei dem Namen. Und ja, da kann man doch eine ganze Menge anstellen. Ich habe es privat schon mal ein bisschen angezockt und werde jetzt hier einen anderen Spielstand anfangen, solange mich die App zumindest lässt. Das ist ja auch eine geile Frisur. Naja, aber wir sind ja blond, ne? Also, nö. Machen wir hier so ein bisschen Wuschelpuschel. Ich glaube, das kommt meiner aktuellen Frisur am nächsten. Ja, natürlich blaue Augen. Es gibt auch lila Augen. Ja. Was ist denn hier niedlich? Kannst du dich ein bisschen bewegen, Kleines? Kannst du dich nicht bewegen? So ein bisschen auf knuffig gemacht. Ja, es geht schon los. Ach, ich liebe sowas. Da kann ich Stunden verbringen. Nee, wir machen das jetzt mal ein bisschen flotti-karotti. Ja, die Augenbrauen müssen natürlich der Haarfarbe so ein bisschen angepasst sein, ne? Ja, so streng wollen wir das gar nicht. Und dann kriegt sie hier so einen schönen Knutschi-Mundi. Wollen wir sie so ein bisschen sexy-hexy machen? Das ist ein bisschen too much, wa? Ah, ist ja ein Kochspiel, die Nase lassen wir gleich mal so. Bin ich mal gespannt, ob ich den Namen wählen kann. Denn mein anderer Charakter heißt natürlich auch so. Ja, ja, es geht. Heilige Jalapenos, Averia, willkommen zurück in Tasty Hills. Warte mal, ich mache euch mal den Sound ein bisschen lauter. Ich hoffe, ihr hört das so ein bisschen. Ja. Wieder zurück in deinem alten Restaurant zu sein, lässt meine Emotionen verrückt spielen. Dieser Ort, steckt voller Erinnerungen. Oh, ab jetzt bist du frisch gebackener Besitzer und ich bin dein treuer Ratgeber und Gehilfe. Du erinnerst dich doch noch an alles, was ich dir beigebracht habe? Dann wollen wir dich mal auf die Probe stellen. Ich werde mit jeder Aufgabe fertig, Opa. Wo soll ich anfangen? Ja, verdiene 100 Münzen. Also ich erkläre euch das Spiel nicht, denn das erklärt sich von ganz allein. Ja, und hier haben wir einen ersten Gast. Deine erste Bestellung ist ein Burger. Okay, ja, dann machen wir das. Packen wir den da drauf. Das geht hier aber verdammt schnell. Ja. So, dann bereiten wir mal eine Cola vor. Der nächste Gast will bestimmt einen Saft. War ja klar. Mach mal jetzt. Wirf den Becher in die Mülltonne. Na gut, ich hätte den jetzt behalten. In der Hand kann man nämlich auch einen Arm nutzen, um das in der Hand zu halten. Nimm eine Portion Fritten, dann macht sie doch glatt. Ja. Ein paar weitere Gäste sind unterwegs. Kümmere dich selbst um sie. Du schaffst das. Oh mein Gott. Los geht's. Sie möchten natürlich einen Burger. Ist ja klar. Das, was wir nicht auf Vorrat haben. Schon klar. Dann gehen wir hier schon mal wieder hin. Ja. Mhm.
Also wie gesagt, ich bin in meinem anderen Spielstand schon einiges weiter. Wird dann eine Herausforderung, macht aber übelst Spaß. Und ich habe mir echt gedacht, komm, kann man doch mal mit euch zusammen machen, damit da so mal richtig die Isa am Ausrasten. Ja, guck mal, hier können wir doch mal vorbereiten. In der Zeit machen wir den hier fertig. So, Geld einsammeln, nicht vergessen. So, der Herr, was möchten Sie? Sie möchten eine Tüte Chips. Die sollen Sie bekommen. Bitteschön. Ja, seht da mal. Und schon geht's los. Level 1 abgeschlossen. Oh, ich glaube, jetzt ist es zu laut bei euch, wa? Fortfahren. Neue Gegenstände werden ab Level 2 verfügbar. Sehr gut. So, dann gibt es eine Videosequenz. Oh, heiliger Strohsack, du hast diese Bestellungen blitzschnell erledigt. Leider ist unsere Ausstattung nicht so schnell wie du. Vielleicht sollten wir bei unserem alten Getränkeautomaten anfangen. Er reicht nicht mehr für unsere Bedürfnisse. Lass uns einen neuen besorgen. Okay. Ja, dann gehen wir in den Shop. Und kaufen uns einen neuen. Sehr schön. Tada! Sehr geilo. Toll, probieren wir den neuen Getränkespender aus. Ja, machen wir, machen wir. Verdiene 110 Münzen. Guck mal, da kann ich jetzt nämlich gleich beides auf Vorrat machen. Natürlich möchte er Pommes und keine Cola. Aber gut, dann ist das eben so. Der nächste bitte, der nächste bitte. Sie können mir schon mal sagen, was Sie haben möchten. Guck mal, so haben wir nicht so viel Zeit verballert. Wunderbar. Bitte schön, die Dame, lassen Sie es sich schmecken. Eine Burgulette und Chips hätte er gerne. Das ist ja auch mal eine Kombi, wa? Du möchtest einen Saft und Nuggets. Bitte schön, oh mein Gott, nicht vergessen den Burger. Vom Herd zu holen. Und da geht es schon los. Isa wird schon das erste Mal panisch. Geld einsammeln. Burgulette, Chips. Bitteschön, Dankeschön. Warte mal, wir warten jetzt mal auf den Burger. Wir warten da jetzt drauf. So, dann kriegst du eine Cola und Nuggets und gibst mir dein Geld. Wunderbar. Chips. Guckt, und da können wir gleich beides auf einmal abgeben. Yay, yeah, yippie-yo. Geschafft. Level 2 abgeschlossen. Fortfahren. Du hast etwas freigeschaltet. Ein Tablett. Ja, schön. Wie ich sehe, ist dein Ehrgeiz die Nummer 1. Achso, unter den Köchen der kulinarischen Hauptstadt zu werden, stärker denn je, Averia. Die Zeit ist reif, die ruhmreiche Tradition unseres Hauses fortzuführen. Das Kochtagebuch. Ich kann nicht glauben, dass der Moment endlich gekommen ist. Davon träume ich schon, seit du mich in die Kunst des Kochens eingeweiht hast. Ja, erhalten. Da können wir nämlich nachlesen, wie unsere Geschichte so verlaufen ist. Ne? Mein erstes Restaurant. Können wir ja, wenn wir mal Leerlauf haben und ihr Interesse dran habt, können wir die Geschichten natürlich gern mal lesen. Ne? So, ein Tablett sollen wir kaufen. Das machen wir doch glatt. Das kommt hier hin. Sehr schön. Auf diesem Gerät wurde schädliche Software gefunden. Aus Vorsicht. Aha. Also mein Computer. Ah, guckt. Und da müssen wir jetzt uns aussuchen, ob wir hier weitermachen oder dort weitermachen. Ich würde sagen, da ihr ja die Anfänge gesehen habt, nee, wir bleiben bei dem. Wir bleiben bei dem. Komm, wir geben das hier ein. Da wisst ihr mal, wie das ist, ne? Wenn man versucht, irgendwas zu machen, macht ja mal gar nichts. Gut, dann ist das hier mein... Was ist das denn hier? Okay. Achso, ich soll nächstes Level machen. Sehr schön. Auf geht's. Verdiene 120 Münzen. Lass uns das neue Tablett ausprobieren. Nimm einen Snack und leg's auf Tablett. So kannst du Gerichte im Voraus auf dem Tablett ablegen. Das hilft dir dabei, Level abzuschließen. Ja, ich hätte jetzt eher einen Burger draufgelegt. Ja, hat ein Zufall. Sehr schön.
Oder ein Brutzeln. Naja, das habe ich natürlich vergessen, das hier in Gang zu werfen. Brutzeln war mal nebenbei eine Burgulette, wa? So, gucke mal. Das können wir da nämlich hinpacken. Chips und Pommes möchte er haben. Du möchtest eine Cola. Ich muss das kommentieren. Ich hoffe, das ist für euch okay. Muss ja mein Stresslevel ein bisschen, ja, ja. So, kriegst du schon mal hier. Dann brauchen wir Chips und Nuggets. Und dann brauchen wir Pommes und Nuggets. Und dann kann es losgehen. Dann schmeißen wir nochmal eine Brause in Gang. Naja, ist ja ein Saft, ja. Eine Cola und Chips. Das kombinieren wir doch wunderbar. Ein Träumchen. Kombination aus 5 Gerichten gleich. Ja, bitteschön, dankeschön. Ja, gleich mal wieder neu. Chips und Nuggets. Oha. Yay, Ziel erreicht. Yippie, yippie, fortfahren. Level 3 abgeschlossen. Neue Gegenstände ab 4. Okay. Weiter geht's. Opa, du hattest doch mal eine ganze Belegschaft, die das Restaurant mit dir geführt hat. Wo sind denn alle hin? Ja, die sind für lange Zeit verreist. Mach dir aber keine Sorgen. Deine neue Küchenhilfe wird jede Minute hier sein. Oh ja, Johnny. Guten Morgen, ich heiße Johnson Marbles. Ich habe heute Morgen Ihre Anzeige in der Zeitung gesehen. Brauchen Sie noch eine Arbeitskraft? Ja, auf jeden Fall, Johnny. Du kannst mich ruhig duzen. Zunächst würde ich dich gerne auf die Probe stellen. Ja, verbessern. Machen wir. Sehr schön, haben wir Zeit gespart. Rinderfrikadellen. Die geben mehr Geld. Verbessern wir doch glatt auch mal. Brötchen können wir uns doch nicht leisten. Das gibt dann immer alles eher mehr Geld, ne? Interieur und Dekor können wir noch nicht. Sehr gut. So, das heißt, wir haben jetzt einen besseren Herd und bessere Burger. Sehr gut. Muss ich jetzt ohne Johnny spielen? Nee. Jetzt werden deine Freunde dir helfen. Sehr gut. Je öfter deine Freunde spielen, desto höher werden ihre Energielevel. Okay. Verdiene 130 Münzen. Ja, dann machen wir doch gern. Gäste können Gerichte mit verschiedenen Zutaten bestellen. Du findest diese Zutat auf diesem Tisch, ja. Deine Küchenhilfe wird dem Gericht die benötigten Zutaten hinzufügen. Ja, auch das machen wir. Auch wenn es mal so auch so schnell gehen würde. Oh, da geht's los. Johnny, deine Küchenhilfe hat einen leckeren Speckburger gemacht. Okay. Wenn du großartigen Service bietest, erhältst du ein Lächeln und gutes Trinkgeld von den Gästen. Sehr schön. Ja, gleich mal hier so weitermachen. So, du möchtest hier. Und du möchtest hier. Wunderbar. Burger ist fertig. Kannst du gleich mal hier so hinpacken. Chips, bitteschön. So, du möchtest hier das haben. Hier, Johnny, kannst du gleich weitermachen. Chips und eine Cola. Dankeschön. Du möchtest einen Saft. Sehr gut. Und tragen wir den mal mit uns rum. Vielleicht möchte ja mal einer noch einen normalen Burger. Jawohl. Sehr schön. Du möchtest Cola und Pommes. Nein, die Burger werden nicht kalt. Keine Sorge. Das ist nur woanders so. Hey, Level geschafft. Oh man, Johnny, Daumen hoch. Sehr gut, ja. So, sehr schön. Mit jedem Lächeln steigst du in der Rangliste auf. Tipper und fortzufahren, okay. Ich möchte mich aber mit nichts großartig vergleichen. Steige auf den ersten Platz der Rangliste auf und du erhältst eine Truhe mit einer Belohnung. Okay. Ja, machen wir. Du hast etwas freigeschaltet. Was ist denn hier? Was ist denn das? Frische Zutaten, welche den Geschmack deiner Gerichte betonen und bereichern. Ja, aber habe ich doch schon gehabt. Johnny. War das so in Ordnung? Ich habe schon etwas Erfahrung in der Gastronomie. Und davor war ich Koch in meiner Heimatstadt Crooked Pines. Dort sagt jeder, dass ich begabt bin. Zumindest haben sie das einmal gesagt.
Ja. Oh ja. Ich habe beschlossen, nach Tasty Hills zu ziehen, um das Kochen zu lernen. Eines Tages will ich mein eigenes Spezialgericht zubereiten. Oh Gott, hoffentlich explodiert hier nicht alles. So, nächster Tagebucheintrag. Hallo Johnny. So, ja, dann würde ich sagen, machen wir hier die Zutaten. Nee. Dann können wir dann noch bessere Zutaten. Tablett, Rinderfrikadellen. Können wir uns alles. Doch, gucken wir mal hier, die Brötchen. Ja, die besseren Brötchen. Super. Also, was heißt besser? Die geben einfach mehr Geld, ne? Ja, Schmackofatzi. Sehr, sehr gut. Ja, da würde ich sagen, gehen wir ins nächste Level. Haben wir noch ein bisschen Zeit. So, verdiene 140 Münzen. Gut. Bin mal gespannt, wohin sich das hier noch steigert. So, warte. Hier. Du möchtest hier haben. Ja, danke. Und du möchtest eine Cola haben. Dann können wir gleich mal neue in Gang werfen. Dann braten wir mal eine Burgulette. In der Zwischenzeit kriegst du schon mal Chips. Das ist nämlich gut für dich. So, du möchtest den Burger mit Speck. Du möchtest Pommes mit Saft. Ja, sehr schön. Guck mal, dann brutzeln wir hier gleich den nächsten Burger. Oh, das soll nur ein einfacher Burger werden. Okay, das kriegen wir hin. So, und eine Cola. Sehr gut. Mal hier gleich weiter brutzeln. Cola in Gang werfen. Immer dranbleiben. Konzentriert bleiben. Ja. Bitteschön. Hier. Chips. Ah, hätte ich gleich die Pommes mitnehmen können. Okay. Also an Effizienz muss ich noch ein bisschen arbeiten. Sehr gut. So, hier machen wir gleich weiter. War ja klar, dass er jetzt was anderes möchte. Und einen Saft hätten sie gern. Ja, ist doch kein Problem. So, gehen wir hier und da und so. Und das nächste geschafft. Sehr gut. Level 5 abgeschlossen. So, mal gucken mal. Fortfahren. Abschließen. Oh, jetzt haben wir eine Stereoanlage. Oh, es ist etwas ruhig hier, Opa. Wir sollten für ein bisschen Stimmung sorgen. Weißt du, was mir immer gute Laune beschert? Guter alter Jazz. Bei der Bratpfanne meiner Urgroßmutter. Du, da hast du wirklich recht. Wir sollten uns ein Soundsystem zulegen, Averia. Ja, machen wir. Kein Problem, dann freuen sich unsere Leute. Oh, das gibt mehr Trinkgeld. Okay. Ja, los geht's. Das wird in 30 Minuten geliefert. Du kannst Rubine derzeit um die Lieferung aus. Was? Du kannst Rubine ausgeben, um die Lieferung zu beschleunigen. Dieses eine Mal ist es noch kostenlos. Naja, dann machen wir doch das. Ja, hallo Dave, gib uns bitte die Anlage. Tada! Tippe, um vorzufahren. Und da kommt sie hin. Und da gibt es Musik. Ja, wunderbar, wunderbar. Sieh dir das an, Averia. Einige unserer Gäste haben angefangen zu tanzen. Man muss seine Gäste immer bei Laune halten. Schließlich haben zufriedene Gäste mehr Geduld und sind großzügiger. Was über Inneneinrichtung schreiben? Ich würde ihn garantiert abonnieren. Ach du lieber Himmel. Hier ist ein Profi am Werk. Gucke mal. Die sind alle zufrieden hier. Guck mal, er ist gleich. Die sind alle mehrfach da. Die Stadt der Double. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, für die erste Folge kommen wir zum Ende. Ihr wisst so im Groben und Ganzen, worum es geht. Wenn ich mir die Bilder so angucke, was aus den Restaurants so wird, ist das richtig heftig. Ja, also es bleibt ja nicht bei dem Restaurant. Wenn wir das hier aufgelevelt haben und richtig schick haben, dann geht es weiter zum nächsten Restaurant, was dann wieder ein anderes Thema hat. Ja, das geht von Asien bis Russland. Es ist alles dabei. Und New York, glaube ich, und so weiter und so fort. Also da bin ich echt gespannt, was da noch alles kommt. Ich habe total Spaß dran gefunden. Für mich ist zurzeit mal wirklich eine gute Abwechslung. Ich hoffe, es gefällt euch auch ein bisschen. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.